Da hatte sich doch glatt am Ende der letzten Folge einfach mal kurz mein Spielmenü mit beim Klicken. Wo es hingehört. Dies ist das okay, Ende des okay. Films. Ihr braucht es, um euer dunkles Territorium wiederherzustellen. Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms. Und seht, es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr. Ihr könnt jetzt 10 Sherrigan kontrollieren. Yeah, 10! Und es scheint, einen seiner Zauber behalten zu haben. Den Feuerballzauber. Der robuste kleine Kerl hat es geschafft. Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Turmobjekte findet. Ein Kran wäre besonders praktisch. Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen. Leider bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich einmal war. Okay. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht mehr. Wir gehen nochmal wieder ins Hügelland, wo wir gerade eben, da sind wir in der Folge davor schon mal waren. Und dort hatten wir ja noch einen Bereich, den man nur mit 10 Helfern öffnen konnte, zwar da hinten, und das werden wir jetzt mal machen. 1, 2, 3. Schön 10 Leute rufen, Maximum. So. Könnt ihr mich hören, Meister? Ah, oh, der geht mir auf den Sack. Der nervt wirklich, der Typ, Alter. Die Kreaturen hier sind sehr aufgeschlossen. Sie haben das Gebiet ohne Zweifel unter der Völker. So. Mitkommen. Halblinge im Anmarsch. Achtung! Halt! Das sind keine Halblinge. Seht euch den mit dem Helm an. Das könnten 2 Halblinge in einer Rüstung sein. Ja, garantiert. Ich traue diesen miesen kleinen Typen nicht. Ihr da, beweist, dass ihr keine Halblinge seid und befreit unsere Leute aus dem Lager dort unten. Okay. Okay. Einige Schergen zusammen und dann auch dort im Feld. Da sind Halblinge. Da sind Halblinge. Wendet den Feuerzauber auf den Weizen an und röstet sie wie Spanferkel. Bam. Alter Falter. Was? Das ist ja voll creepy, das Game. Voll brutal, ja. Brutal, die Gett ist ein Witz dagegen. Sie gehen über die Brücke. Okay. Ich werde euch. Ja, bin dabei. Zack. Oh, Alter, ist das. Das ist heftig. Das ist ohne Zweifel sehr brutal. Und das, was wir kaputt machen. Los, meine kleinen Goblins. Macht das dort alles kaputt. Wir haben Goblins verloren? Ne, wir haben keine Goblins verloren, sondern sind einfach bloß da hinten am Fighten. Wie geht's dem Overlord? Wir sind der Overlord. So. Bam. Wir brauchen die Lebensenergie, bitte. Eine Sache noch, Herr. Durch das, sagen wir mal, willkürliche Töten von Unschuldigen nimmt eure Verderbtheit zu. Okay. So erhaltet ihr mehr böse Energie und werdet stärker. Aber für einen langfristigen bösen Plan ist diese Vorgehensweise nicht geeignet. Dafür braucht ihr Menschen, lebende Menschen. Dankbarkeit zahlt sich jeden auch aus. Ihr habt uns gerettet. Die Halblinge können uns nichts mehr. Wir lassen tun. Die jetzt erstmal leben. Rauschingen ist zwar noch frei, aber einige unserer Brüder befinden sich in einem Arbeitslager ein Stück von hier entfernt. Nachdem dieser Halbling Wilfried Wanz von seinen Abenteuern zurückkam, könntest du bitte da was kaputt machen? Ab da lief alles was kaputt machen? Wilfried, war mal klein. Sogar für einen Halbling. Aber das muss das Arbeitslager sein, von dem sie gesprochen haben. Okay. Seid vorsichtig, Lord. Warum sollen wir vorsichtig sein? Dies ist eine alte Blutgrube, Herr. Ihr könnt hier Schergen opfern, um eure Gesundheit zurückzuerlangen. Sorgt euch nicht, eure Schergen sterben gern. Okidoki. Sie sind sehr loyal. Sie sind leer. Loyal. So. Was wir da oben angreifen?
Und jetzt von da aus gleich runter und alle töten! Tötet sie alle! Bam! Perfekt. Läuft gut. Läuft sehr, sehr gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir brauchen hier. Bam! Wow, wow, wow. Leute, ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem! Das ist ein Gegner! Oh, wie die einfach zu pflücken! Nehmt so viele Schergen wie möglich mit. Halblinge sind zwar klein, aber sie sind zäh. So, machen wir hier noch ein bisschen was kaputt. Wir brauchen ja Energie und Leben und alles so und so. Scheiß. Oh, es macht so Laune hier, einfach alles wieder zu metzeln. Gebt mir eure Energie. Da hinten ist noch eine Energie, hol mir die. Kleiner Goblin.